Leute, die Fackel bewegt sich, aber ich fliege. Ein Fall für Galileo Mystery. Und dann willkommen zurück zu Terraria Arena. Pass auf, wir machen das so. Ich sag, einer von uns sagt immer Terraria und der andere sagt immer Arena, okay? Okay. Okay. Was willst du haben? Du sagst Terraria, ich sag Arena. Okay. Direkt ausprobieren. Willkommen bei Terraria. Arena. Au! Okay. Das habe ich mir irgendwie cooler vorgestellt. Weitermachen. Ja. Ja. Wir sollten bei Terraria bleiben. Ja! Ja, Ja. finde ich auch sehr sweet. Sehr süß finde ich das. Ich habe Marvel gefunden. Was bringt es mir eigentlich, ein anderes Minecart zu machen? Das geht ja. Ich glaube, du bist wohl etwas schneller unterwegs. Läuft, ne? Ich bin doch schon super fähig, wenn ich so einfach meinen ersten Move. Deswegen frage ich mich ja auch, was das bringen soll. Was ist da los? Vielleicht kann ich besser bremsen. Weil du bist ja manchmal viel zu fähig. Könnte Ja, sogar schaden. bestimmt. Also später farm ich auch richtig fett Marble ab, weil Marble einfach nur geil ist. Einfach nur, weil es schön aussieht. Ich schwör's dir, ich brauch Granit, einen Granitvorkopf und einen Marble-Vorkopf. Da baue ich daraus mein Haus. Okay. Oh fuck, eine Medusa! Falls ihr euch gefragt habt, wieso ich einfach hacke, bin aus dem Spiel geklickt. So, das sieht auch so aus. Eine Medusa, Hilfe! Die sind so cool, das ist so eine coole Idee. Die Aber die haben sind einfach so Medusa OP. drin, Mann. Die sind aber richtig OP, Alter. Ach, geht. Ich finde die süß. Es gibt Blöcke, die ich mit der Scheißspitzhacke gar nicht abbauen kann. Sehr impressive. Mal sehen, ob wir diesmal etwas länger überleben. Gut. Ich schätze, gegen die Käfer komme ich an, wenn ich etwas weiter weg von ihnen stehe. Ich finde es so krass, dass diese Käfer ungefähr so viele Verteidigungspunkte haben wie wir, wenn wir beim ersten Kampf sind. Glaube ich jedenfalls. Oh Oh Gott. fuck, ich habe eine Granate bei mir reingeschmissen. Scheiße. Tja, ich würde sagen, ne? Wieso greife ich den an? Da ist nichts. Ich wollte nur gucken, ob da was ist. Ja, genau. Das habe ich die Feuerpfeile verschwendet. Oh Gott, ich sehe schon wieder dieses Misty. Oh Gott, oh heilige Kacke. Lass mich in Ruhe. Oh mein Gott, heilige Kacke. Hilfe, Hilfe. All Healing Power. Okay. Oh Gott, es gibt zwei. Okay, Leute, okay. Das war's. Ich gehe wieder nach Hause. Tschüss. Der Rest ist wird gewinnen. Ich gehe wieder weg. Tschüss. Oh, Minecart hilft mir. Oh Gott. Ich wurde so extrem vergewaltigt von den Biestern. Okay, Leute, Plan B. Wir zocken einfach Sims. Ne, also ich kann nicht ein. Wir zocken einfach Sims. Ich einfach immer so 24/7 planen dann. Hey, haben wir diesen Baum nicht gepflanzt? Sehr spät. Ah, Medusa steht da. Ich hab einen Trick, Medusa zu besiegen. Ah. Echt? Erzähl. Du baust sie so ein, dass sie nur springen können, so leicht ihr Kopf rüber guckt und dann machst du einfach mit Shuriken die ganze Zeit, wenn die ganze Zeit springt. Ah, okay. Danke. Ich kann dich nicht verstehen, obwohl ich dich anguck, weil die Demos, wie es aussieht, um den Effekt zu aktivieren. Seht ihr, Leute? Feinde im Spiel, aber Ja, Brüder. ganz ehrlich, sowas kann man halt sagen, Mann, ja, ganz ehrlich. Kann man machen. Kann man auch lassen. Nö, kann man machen. Ich habe heute bei Pokémon mir so gedacht, habe ich mich zurückerinnert an Sips-LP, der Feuerrot halt auch gespielt hat. Und du kennst ja diesen Spruch, wenn du surfen willst. Das Wasser ist tiefblau und stinkt nach Kot. Geil, willst du surfen? Wenn man vorgelesen, das Wasser ist pissgelb und stinkt nach Urin. Willst du surfen? Fand ich immer richtig lustig. Das ist einfach so richtig Ja. Kindergarten-Voice, aber ich finde das richtig gut. Ich auch, Alter. Ach ja. Sips-LP ist richtig gut, Leute. Könnt ihr euch mal gönnen. Kann man eigentlich nur empfehlen. Jetzt kommt hier auf der Seite? Ja. Nee, das ist was anderes. Ich glaube, Kupfer leider. Oh. Kupfer, Frau meines Herzens, das Spiel liebt dich. Nee, leider nicht in deinem Herzen. Oh. Ich habe mich Wieso hast versehen. du es dann mit deinem Herzcontainer verwechselt? Weil es da, wo es noch nicht aufgedeckt war mit Licht, sah es wirklich wie ein Herz aus. Okay.
In der Dunkelheit sah es also wie ein Herz aus. Okay, okay. Können ja, wo man so leicht gesehen hat, halt nicht alles von dem Erz, ne? Mhm. Wo man so einen Teil von dem Erz gesehen hat. Leute, ich baue jetzt einfach dieses Gebäude, was bei 9-11 gerackt wurde. Ich baue es nach, um meinen Respekt an den Leuten zu zollen. Ja. Okay. Keine Ahnung, was du Restos macht, der wird jetzt stärker. Ich baue erstmal Häuser. Ich baue erstmal Häuser. Aber ich werde jetzt gerade stärker. Ich nicht, ich habe ein Speer, das reicht. So richtig scheiße, ich bin so zerrissen, Leute. Ich versuch, du besiegst mich einfach dann. Ja, genau. Weil ich mir so viele Häuser gebaut habe. Nee, durch einfach nur durch dein Speer. Ende. Genau. Okay, der macht 12% mehr Schaden, also. Oder? Ja, 12% mehr Schaden, also wow. Ach ja, Leute. Oh mein Gott, nein! Alles gut. Ich habe fast mein Headset kaputt geschlagen. Okay. Üblich. Üblich, wie ist üblich. 1, 2, 3, 4, 5. Wow, er kann bis 5 zählen! 6. Oh, was? Er kann sogar bis 6 zählen? Zählen mit Klo! Ja! Wow! 12 von denen, dann. Okay, mach ich halt 80, ist in Ordnung, ja, kann man machen. Eric Klo. 80. Mach ich halt 12 von. Andersrum, mein Liebling. Okay, ich brauch halt 80. Okay, okay. Sorry, du Model. Ja, kein Problem. Ach ja, das hat mich an alten Zeiten. Sorry, du Model. Ja, Alter, der dümmste Spruch überhaupt einfach. So. Ich kann mir keine Axt machen. Schade, ich hätte jetzt gerne eine Axt. Axt. Egal, dann fahren wir halt mit der Scheißaxt. Ist ja nicht so, als hätten wir Zeitdruck oder so. Nein, nein, danke, Spiel, danke. Leute, ich sehe echt schwarz. So, davor, in der Aufnahme, die halt abgekackt ist bei mir. Ich hatte halt am Anfang richtig Pech, danach aber richtig viel Glück. Und jetzt habe ich einfach die ganze Zeit Pech. Ja, aber es hat auch so 3 Parts gebraucht, ey, bis du mal Glück hattest. Ja, Mann. Deswegen, also, das wird es, glaube ich, einfach machen wie davor. Ich baue mich jetzt einfach ein. Was ich jetzt möchte, falls sich die Leute mal ein bisschen wundern, das kann ich auch den süßen Dreadstoss wohl mal sagen. Ich möchte, dass der Bomben-Faggot NPC bei mir einzieht. Damit ich mich hier irgendwo runterbomben kann, weil ich habe jetzt 10 Gold und das kann ich schön nutzen. Naja, dafür muss der erstmal kommen, ne? Und dann muss ich hier erstmal eine Wohnung bauen und renovieren. Und dann müssen wir uns über die Mietkosten unterhalten. Der will auch Strom und Wasser und Unterhaltung, wenn ihr versteht, was ich meine. Also er will, dass wir. Ne, ihr wisst schon. Ja, und Restus hat halt keine Zeit. Er kann mir ja nicht helfen, wenn er gegen mich ist, versteht ihr? Dann muss ich auch irgendwo anders Unterhaltung besorgen. Ihr wisst, was er meint. Seine erstes Let's Play. Hm. So, sein Pokémon Let's Play, das 4 Parts gibt? 2 Parts. 2 Parts. Sorry, du Model. Das passt jetzt gar nicht. Sorry, ja. Das passt nie. Doch, in meiner Hose. Okay, Leute, der Part ist jetzt vorbei mit dem. Ich geh einfach weg. Tschüss! Tschüss! Ja, komm, machen wir das so. Und wir jetzt auch ein bisschen mehr Holz. Leute, ich baue einfach alles von der Minekraftwelt. Ich geh jetzt wieder 8 Stunden weiter nach rechts, um Bäume zu holen. Ja, Leute, die pure Spannung. Aber keine Sorge, falls euch das zu langweilig ist mit den Farmerei und so, könnt ihr euch auch nur die Kämpfe angucken. Das ist ja auch was. Guckt euch einfach die Kämpfe an oder alles. Oder nur die Farmfolge. Es soll auch genau sein, dass das euch gefällt. Ja. Glaube ich ja nicht, aber naja. Hm.
Ich finde es sehr beeindruckend, wie zum Beispiel Gronkh früher oder Honeyball heute noch, es schaffen, wenn sie in Minecraft was richtig Langweiliges machen, die Leute trotzdem gut zu unterhalten. Das ist halt echt schwer, Leute, wirklich. Das stimmt, das stimmt. Boah, ich kann mal ein paar Geschichten erzählen, warum eigentlich nicht? Nein, nicht Geschichten mit Boy. Hä? Was? Nein, ach, natürlich. Okay. Also, ihr solltet lernen. Lieber ihn stumm schalten, aber was? Ja, ah ja, übrigens, Pro-Tipp, Leute. Schaltet einfach ein Video stumm, macht beide an und dann seht ihr einfach beide Sichten, was abgeht. Weil bei uns passiert ja sowieso immer das was anderes. Deshalb ist das voll gut, das so zu machen. Natürlich, falls euer PC genug Leistung hat. So wie meiner. Ja, richtige Geschichte wollte ich erzählen. Also, oh, 1985. Ich könnte ihn stumm schalten. Damals, als es noch keine Euro und keine Mark gab, sondern Goldmünzen, okay? Und ich halt irgendwann fertig geworden. Du hast ehrlich gesagt 1985, wo es noch Goldmünzen gab. Ja, was ist dein Problem? 1985 gab's schon, egal. Nee. Ja. Was will der mir eigentlich erzählen? Was will der Junge eigentlich? Oh, 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 was ist nur hier drin? Das ist hier die Frage. Und was ist es in dieser Truhe? Es ist der Ice Boomerang! Alter. 16 Fernkampf Nahkampfschaden. Alter, okay, ich hasse jeden Fall. Gut, und Leute. Ich habe eine Lizard-Statue? Wasserspeier-Statue. Lizard-Statue, Leute. Richtiger Lizard-Man. Ja, damals. Okay, er will nicht, dass ich die Geschichte erzähle. Er merkt es jetzt. Er ist jetzt. Wow. Da war die so richtig gut. Und ihr verpasst die wegen ihm. Danke, Dresdos. Nein, erzähl ruhig, wenn du die Leute vergewaltigen und an Auschwitz sterben lassen willst oder was. Nein. Jetzt ist genug. Dankeschön. Er hält seine. Was? Genau. Und mit solchen Leuten nehme ich auch. Was ist los mit mir? Wieso? Ach ja, in der Minecraft-Welt, Leute. Ah, gut, das macht Stunden stiller, ja. Gut. Ja, ja, war gut, ne? Also, geht's ja gut, ja, ist gut. Ja, alles gut. Okay. Ja, ich hab nur ein Eis vorbei. Isaac ist eingetroffen, gut. Ja, also ich finde es so wundervoll. Geil. Was passiert? Ah, nichts. Irgendwas ist passiert. Ich fand die Gesamtsituation eigentlich richtig lustig. Irgendwas ist passiert bei dir. Ja. Ich so, Isaac ist eingetroffen. So gar nichts. Die ganze Zeit so. Leute, in die Kraft fällt. Wir sind nicht in Minecraft! Wir sind in Terrorkraft! Hä? Was labert der Junge eigentlich? Sag mal, Junge, hast du Drogen genommen? Das darfst du nicht so laut sagen! Oh, lecker. Leute, würdet ihr nicht auch gerne in so einer Wohnung leben? Ein Zimmer, ein Stuhl, ein Tisch, Ende. Das war's. Ist das nicht toll? Ich würde da leben wollen. Eine Lüge. Er meint natürlich alles ernst. Ja. Leute. Ah, natürlich der Falschhändler. Ich möchte den anderen Faggot, den Bomben-Typ. War klar, er ist hier nicht gut genug. Ja, der ist mir einfach nicht gut genug. Er ist einfach zu scheiße. Im Bett. Wie dressed das? Ey! Ach gut. Gehen wir einfach mal weiter in der Minecraft-Welt. An Holz mangelt es mir ja nicht, ne? Ach ja. Ach ja, Leute, ich könnte euch eigentlich was Zweites zeigen. Nämlich habe ich noch Bilder. Habe ich noch gemacht, um es extra euch zu zeigen. Und jetzt habe ich sie verschlammt, cool. Ja, mache ich das nächste Mal, weil dafür muss ich das Aufnahmefenster verschieben. Nee.
Im nächsten Part sage ich euch dann. Oh, Tordak ist eingetroffen. Hört sich wie ein Ork an. Du hast Koffer gar nicht gespielt, ne? Doch, ein bisschen. Den dritten Teil aber. Ja. Ja, ja. Ach ja. Der dritte Teil ist angeblich nie wirklich fertig geworden, aber die hatten halt richtig Zeitdruck und man hat den voll Stress gemacht, also haben die den einfach rausgepackt. Sieht man auch voll an den Lurkern, finde ich, weil Lurker sind halt Wassermonster. Und die können halt schwimmen in 1 und 2 und in 3 können die das einfach nicht. Wow. So richtig scheiße. Aber naja. Man kann ja nicht alles haben mit der Minecraft-Welt. Oh nein, ich habe meinen Recall Potion nicht dabei. Da. Habe ich schon 10 von den Dingern, weißt du? Trotzdem nehme ich dich mit. Ne, brauche ich nicht, brauche ich nicht. Ich kann auch laufen. Ja, ich habe Marble und Granithöhle sauber. Wow, ich habe einen Slime in die Wand gebackt. Ah nein, nein, da geht's einfach weiter, schon gut. Hab ich genauso Glück hier wie bei Singleplayer-mäßig, wo ich einen Granit, so eine Granit-Chest gefunden habe. Die Granitebenen sehen so cool aus. Ja, es gibt ja auch eine Chest, ne, also. Alter, die habe ich noch nie gesehen. Ich einmal, direkt wo ich die zum ersten Mal entdeckt habe. Alter. Keine Sorge, Leute, wir gehen auch noch unterirdisch, aber noch nicht ganz in der Minecraft-Welt. Oh yeah! Oh yeah! Ich hab einen Herzcontainer, ich bin fast am Sterben! Der dreht dort. Der Wahre. Ich hab einen Herzcontainer, Schubidup. Singt der nicht wundervoll, Leute? Ich bin der Meinung, ich sollte das aufnehmen, Musik drunter legen und irgendwas richtig krasses machen. Aus diesem Lied jetzt. Wow, Alter, noch so ein Goldregen, cool! Nochmal 10 Gold plus. Und? Geil! Bringt mir zwar noch einen Scheiß, Leute, aber geil. Obwohl, nein, tut's gar nicht. Was für Scheiße findest du die denn so? Aus normalen Dingen? In Vasen, in ganz normalen Vasen, Junge. Du willst dich doch verarschen. Gucke meine Aufnahme. Okay, Leute, ich gehe hier wieder weg. Ne, ist mir scheißegal. Ich gehe einfach zu Fuß. Ist mir egal. Ne, ist okay. Fuck this shit. Ach ja. Dun dun. 4 Enemies Nerbi. Götreck, du scheiß Zombie. Kein Eis. Leute, ich brauche erstmal für. Bis zur Hardcore-Welt brauche ich kein Geld mehr. Ist das nicht schön? Ich kann sterben, wie ich Bock hab. Außer jetzt. Weil ich muss die Scheiße noch irgendwie sicher darüber bringen. Aber dann hole ich mir den krassen Babo Leuchtehelm. Der so viel Gold eigentlich kostet, also den du schon nichts holen konntest. Ja, ja, stimmt, ich habe nur nicht dran gedacht. Weil der kam erst jetzt, der Händler des Minecrafters. Und ja, und wenn ich den dann hab, geht's voll ab. Ich frag mich tatsächlich, wie lange dieses Projekt gehen wird. Ob wir wirklich noch in der Hardcore-Welt zocken werden und so. Wenn nicht, dann machen wir für normales Let's Play in Hardcore-Welt weiter. Dann nimmt irgendjemand all seine Sachen mit rüber und dann in eine andere Welt halt. Ah, die würden wir nicht zusammenschmeißen, oder? Sondern einfach so weitermachen wie bisher, aber wir würden halt nicht gegeneinander kämpfen, sondern so zusammenarbeiten gegen die Bosse und so. Ja, ja, genau. Und vielleicht mal Erze so ein bisschen ausleihen, wenn jemand was braucht oder so. Ja, okay. Man kann ja einfach fragen. Ja, oder tauschen halt so mäßig. So like Roleplay. Wie wir nicht einmal so gekämpft haben. Ja, Mann, ich habe eine coole Idee, die sage ich dir nach der Aufnahme. Weil ich nicht weiß, ob du die machen möchtest oder nicht. Geil. Die Aufnahme geht ja schon 19 Minuten in dem Minecraft-Leben. Oh, sich auch was. Nee, ich glaube, ich bleib einfach in der Höhle. Für den Rest meines Lebens, ich existiere jetzt hier. Gib mir jetzt mal einen Trank. So, damit mir nichts passiert, Alter, dieser Mistviecher. Ey, will doch mal jemand anderem vergewaltigen. Was wissen? I love. Oh, eine Fessel, cool. Game, ich habe 2 Herzcontainer gefunden. Und ich
Und ich habe 58 Gold Ohr, Ohre. Alter, der Dreadstops, ne? Also ich kann jetzt gleich schon instant auf Goldgrüße gehen. Richtig kranke Bastard. Mm. 20 Minuten. Oh, ja, okay. Bei mir. Moment. So, Leute, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zugucken. Ja, also, ob ich Dreadstops Boy noch aufholen kann, ich bezweifle es ja schon ein bisschen. Okay. Deine Macht ist zu groß. Und bevor die Monster mich abschlachten. Ah, oh, nein, ich habe das Spiel pausiert. Cool. Ha. Ach ja, Singleplayer ist der geile Shit. Ja. Wir sehen uns dann. Tschüss. Tschüss.